Willkommen, Freunde, zu einer weiteren Folge Kingdom Fall. Kingfall. Gottes Willen, kann ich mal reden hier. Nee, Godfall ist es. Jetzt haben wir es. Godfall. Auf jeden Fall. Wollen wir mal gucken, was uns hier erwartet. Wir sind jetzt hier in der Luft. Und sollen treibender Überrest, Belohnung. Kamen wir jetzt wird wütend, bla bla bla. Das machen wir jetzt mal. Natürlich Godfall, Kingfall. Ja. Erinnert mich daran, als ich das erste Video hochgeladen habe. Da gebe ich natürlich, als ich eine Thumbnail gesucht habe, also ein Bild für ein Thumbnail, habe ich natürlich Kingfall eingegeben und das ist natürlich Godfall. So, Azurensklave. Ja, dann laufen wir doch mal hier in die Richtung. Sehr schön. Hicks. So, genau, die werden gleich zerstört hier. So, geh zu treibenden Überrest. Nun machen wir das doch mal. Treibender Überrest, jawohl. So muss das sein. Aber man kann ja sagen, was man will, ne? Der Hammer ist ein bisschen langsamer als das Schwert. Aber von der Effektivität. Der hat richtig Kraft. Sehr schön. Natürlich gleich wieder eine grüne Kugel eingesammelt. Schon krass, man spielt es mit Tastatur, aber es funktioniert eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Muss natürlich immer ein bisschen so von den Fingern her, wo passt es ungefähr, aber bis jetzt habe ich eigentlich immer die richtigen Tasten getroffen. Ja, sehr schön. Ja, mit der rechten Maustaste kann man immer noch die Seelen rauben. Treiben wir uns natürlich gleich erstmal mit dem Schild. Aua. Okay, der hat ein bisschen mehr ausgehalten. Aber jetzt ist er auch platt. Ja, die können ruhig mal ein bisschen Energie droppen. Schön ist natürlich am Hammer die Reichweite. Ist natürlich besser, als wenn man so ein Schwert hat, was Nahkampf angeht. Aber ich weiß, bei einem einen Endgegner musste ich halt die Schwerter benutzen, weil ich dann einfach schneller war. Der Hammer ist ein bisschen träge. Aber wo der trifft, da wächst kein Gras mehr. Das könnt ihr mir aber glauben. So, sind wir schon da fast? The land in this entire realm was a part of the Earth realm before it was brought up here. That takes a lot of power. The monolith was built to do things like this, and Makros controls it. Jetzt erreichen wir mal den Tempel, aber was ist der treibende Überrest? Das würde mich auch mal interessieren. Oh. Haben wir eigentlich Raserei noch? Geht das schon? Nee, geht noch nicht. Okay, Energie brauchen wir jetzt. Okay, der wird ja noch nicht gestorben sein, vermute ich mal. Oder ist er jetzt platt? Oh, der löst sich gar nicht auf. Der scheint echt platt zu sein. So, treibender Überrest. Zerstöre Bindungen. 0 von 3. Okay. Da auch noch irgendwo welche. Nehmen wir doch erstmal die hier.
Die ist näher dran. Sehr gut. Dann müssen wir mal in die Richtung gucken, ja. Ja, hier können wir sogar noch was einsammeln. Ah, das sind ja die Bindung. Aber Z muss hier mal ein bisschen gucken. War geil, wenn er hier irgend so eine Lampe aufbaut. Okay. Der wirkt am Anfang immer fast unbezwingbar mit seinem Schild. Aber wenn man dann zuschlägt, geht es doch. So, jetzt haben wir die Bindung hier. Ja gut, 2 von 3. Jetzt müssen wir die nächste einsammeln. Was ist eigentlich das hier für eine Laterne? Naja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was das für eine Laterne ist? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Natürlich ordentlich Kraft, das muss man schon sagen. Also, wenn man die schon mit der rechten Maus das immer ohnmächtig haut, mit unserem Spezialschlag hier. Okay, sie müssen wir erstmal erledigen, wahrscheinlich. Genau. Weil die nämlich versucht hat, hier irgendwie das zu blockieren. So, 3 von 3, sehr gut. Warte mal, wir können ja hier nochmal ein bisschen gucken. Ab und zu ein bisschen was looten kann man ja. Von mir aus kann man es auch Farmen nennen, weil man ja keine Lootboxen hat hier. So, wie viele Meter sind es jetzt noch? Ach, hier geht's ja wieder hoch, genau. Da müsste jetzt der Eingang offen sein. Ich glaube, den haben wir freigeschaltet. Oder? Ja, da muss ich ein bisschen schneller sein. Oh, ich bin gestorben. Das hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Also. Ja, genau. Ich hätte eher auch gedacht, dass ich die so locker mal umlege. Ist natürlich hier mit der Magie immer ein bisschen blöd. Ah, sehr schön. Es war cool, wenn die was grünes Energiekugeln droppen. Das ist ja richtig genial. Ja. Okay, das ist die Tür genau, wo ich dachte, die ist jetzt auf. Yay. Okay. Ein bisschen auf die Energie achten. Ja, genau. Ich muss sagen, ich blocke auch viel zu wenig.
Ja. Wieder ein Fehler. Ich muss mehr blocken. Mehr mit dem Schild arbeiten. Obwohl. Den hätte ich auch gleich umhauen können. Und ich hatte vorher noch angeklopft. Wenn der sich noch falsch umgedreht hätte. Also im falschen Moment. Dann hätte ich ja mal ein Riesenproblem gehabt. Sehr gut. Der legt sich freiwillig hin. Okay, hier ist noch was zum Einsammeln, oder? Ich dachte, das wäre hier so eine Platte, die ich noch einsammeln kann. Okay, dann weiche ich mal nicht zu sehr von der Story ab. Öffne den valorianischen Vorrat. Genau, er sagt, sie sagt oder er sagt, er wird wahrscheinlich er sein, aber hat eine junge Stimme. Focus on the mission. Ja, das hat ganz gut geklappt, muss ich sagen, wenn das immer so wäre. Machen wir die ja mal, weil die Schießen vom Weiten sind, aber selber leichter zu bekämpfen. So, jetzt muss man mal ein bisschen aufpassen hier. Sehr gut. Aber gut, dass er hier einfach so rumsteht. Okay, aber man muss schon sagen, dafür, dass er nur rumsteht, ein bisschen rumgefuchtelt und mich so quasi zu Boden gestreckt. Das hat mir gar nicht gefallen. Stay focused, ja. Das ist doch genau mein Reden. Wir können dahin, wir können dahin. 194 Meter, nehmen wir die Strecke hier. Warte mal, wir machen da Folgendes. Wir zerstören hier nochmal ein bisschen was. Sehr gut. Haben wir nämlich die Raserei wieder fast freigeschaltet. Das ist nämlich das Gelbe unter dem Grünen. Kann uns echt bei manchen Gegnern gut helfen. Aber die Bindung soll man zerstören. What a view. Indeed. Ja, das ist manchmal auch eine Strategie. Welche Gegner greife ich denn jetzt an? Okay, die sind alle noch geschützt, weil hier alle noch leben. Genau, die Gefäße kann man übrigens auch zerstören, um Energie zu bekommen. Kann man auch nicht unterschätzen. Hier ist auch noch Energie. Genau, und dann können wir auch wieder in den Angriff gehen. Super. Jetzt natürlich keinen Fehler machen, wieder R drücken. Energie aufladen. Achso, wir haben gar keine mehr zum Aufladen. Ja, dann versuchen wir uns auch hier mal ein bisschen Energie zu verschaffen. Okay, da habe ich natürlich einen Geistermodus genommen.
Zerstören wir mal die anderen Gefäße hier noch, in der Hoffnung, dass wir noch ein bisschen Energie sammeln. Aber die Bindung dürfen wir nicht vergessen zu zerstören. Hier ist noch ein Sternchen. Sehr gut. Ach, jetzt fahre ich runter. Ich Blödmann. Ich doch gar nicht gemusst. Fahr wieder hoch. Von da kommen wir jetzt auch. Genau. Wir müssen jetzt 400 Meter in die Richtung. Wir müssen das einsammeln hier. Ich hoffe, dass wir noch ein paar Gefäße finden, die wir zerstören können. Ah, hier ist noch eine Truhe. Sehr gut. Ich kann mich immer noch nicht dran gewöhnen, dass ich C länger drücken muss. Ich weiß nicht warum. Aber es ist irgendwie manchmal komisch. Man drückt drauf und dann passiert erstmal nichts. Und dann, warum passiert da nichts? Ah, C länger drücken. Hier noch ein paar Gefäße, sehr schön. In die Richtung hier. Ist aber ganz nice gemacht, muss ich sagen. Also ich feiere das, dass man sich da mit C sag ich mal, von Ort zu Ort so irgendwie so rüberschlingeln kann. Also das finde ich besser, als hätte man jetzt irgendwie, was weiß ich, müsste man an so ein Seil springen oder so. Das ist irgendwie nochmal ein bisschen was anderes hier. Ist jetzt auch nicht so super neu. Das gab es bei Vampire auch schon in der Form. Aber ja, manchmal ist das komisch, da teilweise haben die echt die richtig übel drauf und machen dich voll fertig so. Oder dann denkst du, was ist denn los? Und dann haust du die irgendwie mit zwei Schlägen auf einmal um. Ja, natürlich eine super Reichweite. Okay. Wieder so ein Moment, wo ich nicht aufgepasst habe. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ärgerlich. Ey, was ist denn los? Okay, jetzt reicht's. Jetzt ein. Okay, das war ja auch mal interessant. Das Schild hat ihn gar nicht so tangiert. Also ich habe ihn das in den Kopf geworfen, das war aber egal. Ja, wenn die alleine sind, machen die auch nicht mehr viel. Super, die zweite Bindung ist auch im Eimer. So. Ist immer schön, alles einzusammeln. Aber die Raserei muss ja auch funktioniert haben, ne? Ich wollte die doch verwenden, dann hat sie irgendwie nicht hingehauen. Aber irgendwie. Oder ich habe das gar nicht mitbekommen, dass der es hingehauen hat. Weil unten der gelbe Balken ist auch schon wieder fast aufgebraucht. Der lädt sich erstmal wieder langsam auf. Jetzt geht's hier wieder zurück. Darf natürlich nur nicht irgendwie runterfallen. Das wäre natürlich kontraproduktiv. Ach, das ist der treibende Überrest. Okay.
Okay, jetzt müssen wir erstmal weg hier. Ah, jetzt trifft er uns hier noch. Ja, komm, aufladen. Okay, ist da wenig beeindruckt von. Ich hoffe, dass wir hier ein bisschen was sammeln können. Hier können wir noch was kaputt machen. Ah, genau, ein bisschen Energie gesammelt. Okay, jetzt wieder weg hier. Ah. Mann, 1000 Tode, ey. Ich bin da auch noch zu ungeschickt. So, komm. Den können wir packen, aber erstmal Energie sammeln. Mal gucken, wo ist er denn? Der kommt hier bestimmt nicht hoch. Ja, das ist doch gut. Das seine Schwierigkeiten da gehabt. Okay. Ja, direkter Schlagabtausch war nicht gut. Da ist immer wenig beeindruckt von dem, was ich ihm hier antue. Ey, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn da los? Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Energiekugel. So, jetzt müsst ihr aber kriegen gleich. Los, komm. Zieh durch, Junge. Ja. Sehr gut. Hat zwar ein paar Tode gekostet, aber was willst du machen? Es ist ja ein Spiel, man wird wiederbelebt. Ich schneide das auch nicht mal raus. Ich wollte das am Anfang immer rausschneiden, aber hab gedacht, ach nee, komm. Lässt du das mal drin. Das passt schon. Andere werden in dem Game wahrscheinlich auch sterben. So. Ah, das ist sehr schön. Die Truhen sehen aber auch geil aus. Richtig schick. Zack. Noch irgendwo welche? Nee, ah, hier gibt es noch einen Vorrat. Den sollen wir noch öffnen. Ist hier die Frage. Warte mal, jetzt geht's hier in die Richtung. Jetzt ist das hier weg. Aber die Richtung hatte gestimmt. Ne, dann muss er doch hier lang. Vielleicht ist ja hier irgendwo noch was, was ich übersehen habe. So, hier sind ja... Achso, die können wir ja auch noch einsammeln. Ganz übersehen. Ah, das war's. So, treibender Überrest. Jetzt ist die Frage, wo es uns dann hin verschlägt. Ach.
Mensch, haben wir nicht erst gekämpft? Oh. Und wieder mache ich den Fehler und benutze nicht das Schild. So, komm, jetzt benutzen wir das Schild mal. Alles gut, wenn er seine Beschwörung macht. Kann er mich in der Zeit nicht treffen. Ja, den werden wir den Voodoo-Zauber mal aus dem Wanz hauen. So. Oh, gut sein hier. Auch noch was zum Einsammeln. So, Mission abgeschlossen. Das alles andere ist jetzt wieder Bonus. Aktiviere das Zwielichtsignal. Ja, gehen wir mal wieder zurück. Mission abschließen. So, Freunde, das hat doch wieder super geklappt. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in einem der nächsten Videos. Bis dahin.